Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Wirtschaft konkret, das TV-Magazin der Industrie- und Handelskammer Darmstadt-Rhein-Main-Neckar. Die Zukunftsaussichten der Automotive-Branche und ihrer Zulieferindustrie sind wieder vielversprechend. Vom Aufschwung profitieren vor allem jene Unternehmen, die sich innovativ mit Themen wie Ressourcenschonung, Energieeffizienz und umweltfreundliche Antriebstechnologien auseinandersetzen. Umwelt und Mobilität war deshalb das zentrale Thema beim 13. Forum des Automotive Cluster Rhein-Main-Neckar. Gastgeber war diesmal die Xetic GmbH in Bad Homburg, ein bedeutendes, weltweit agierendes Zulieferunternehmen, das alle namenhaften Automobilhersteller mit Pumpensystemen beliefert. Im Bereich der Fahrwerkspumpen ist die Xetic sogar Weltmarktführer. Umwelt und Mobilität sind für Geschäftsführer Georg Wolf kein Widerspruch, aber eine Herausforderung. Sie müssen wissen, dass wir aus der klassischen Hydraulik kommen, natürlich als Tier 1 relativ gut in die Neuentwicklung involviert sind. Aber was uns natürlich die Jahre vorher gefehlt hat, wo wir daran arbeiten jetzt, ist das Thema Elektronikkompetenz. Das betrifft die Motoren selbst, die Elektromotoren, betrifft aber auch die Regelung und Steuerungselektronik, aber auch die Software. Ähnlichen Herausforderungen müssen sich alle Automobilzulieferer stellen. Umwelt und Mobilität ist der Megatrend der Zukunft. Politiker und Automobilbauer machen klare Vorgaben. Innovative Unternehmen aus der Region müssen ihre Produktion darauf einstellen. Zurzeit ist es der große Trend, dass man CO2 reduziert. Da gibt es klare Vorgaben, die zu Strafzahlungen führen bei den großen Automobilherstellern, wenn die Ziele nicht erreicht werden. Und da trägt jeder Zulieferer mit seinen kleinen Teilen, mit seinem Teil am Fahrzeug bei, diese Ziele zu erreichen. Und da haben kleine Maßnahmen oftmals eine sehr, sehr große Wirkung. Professor Rüdiger Thiemann wies darauf hin, dass Elektrofahrzeuge erstaunlicherweise immer noch mehr Kohlendioxid produzieren als Verbrennungsmotoren. Grund dafür ist, dass der Strom noch nicht ausreichend klimaneutral erzeugt wird. Elektromotoren sind trotzdem die zukunftsfähigste Lösung und waren das auch schon immer. Generell von der Antriebskennlinie ist ja der Elektroantrieb schon immer bekannt, dass es der beste ist. Der Dampfmotor ist auch besser als ein Verbrennungsmotor und deswegen gab es ja eine Zeit lang, noch vor 1900, gab es ja mehr Dampf- und Elektroautos als Benzinautos. Und das sollte einfach nochmal klar sein, der Elektromotor ist der beste Antrieb für jedes Fortbewegungsmittel. Um die Verbreitung von E-Mobilität zu fördern, müssen Batterien billiger und deren Leistungskapazität noch höher werden. Viel Forschung und Entwicklung ist dafür noch notwendig. Das Automotive Cluster trägt dazu bei, dass die regionalen Unternehmen nicht den Anschluss verpassen. Ein Vorteil, von dem auch die Xetic profitiert. Diese Art von Cluster sind ja ein gemeinsamer Wissensabgleich. Wo steht die Branche, was sind die Trends von morgen und wo kann man sich eventuell jeweils unterstützen? Also meine Beobachtung ist ein hocheffizientes Instrument unter Fachleuten für Fachleute, mit einer großen Motivation, alle ihren aktuellen Wissensstand weiterzugeben. Ressourcenschonung, Energieeffizienz und umweltfreundliche Antriebstechnologien sind bereits seit Jahren wichtige Themen, nicht nur für die Zuliefererbranche. Ihre Innovationskraft müssen die Unternehmen zukünftig auch auf der Suche nach Fachkräften beweisen. Für das kommende Jahr erwarten Experten trotzdem ein europaweites Absatzplus. Von 3 Millionen Neuzulassungen ist die Rede, allerdings noch mit konventionellen Antrieben.